good ladies. Now he has the money. Now, give us back our money, honey, and we'll get your dollar. What? A dollar? Yes, yes. No, 10%, as we agreed. Now. One, two, three, ten. $10. $10? I thought you said it was a fortune. It is a fortune. I'll tell you what. Here's a new deal. I keep the lot. See ya. The chink! Just a minute here, you. What do you think you're doing? That's all my. You know? Uh-oh. Oh, ladies, never mind the money for now. I think it's time we were off. Tally-ho. Okay, dann los. Das Witzige ist, wir bleiben, behalten das, die 10 Dollar die ganze Zeit das restliche Spiel über und können damit nichts anfangen. Das war's mit dem ersten Katzenfisch. Einfach nur, dass das Mittelstück fehlt. Praktisch, dass Conker jedes Mal anhalten muss, ne? Fenslick. Ich hab ihn nicht gereizt. Ich hab ihn nur gefesselt. Beeil dich, Conker! Schneller! Der weiße Hai kommt! Der weiße Hundehai! Da stand der Bite Me. Übelst cartoony das Ganze. Stark. Und wir haben immer noch nicht genug Geld. Wir könnten aber auf dem rumspringen und dann hier ganz viel Geld bekommen. So, you want some great stuff. Cool. Be able to get rid of my mortgage and buy my car. Excellent. Tja. Das waren $300. Und damit wäre der Bereich abgeschlossen. Ja. Einmal gucke ich auf den Betrag, das andere Mal auf die Geldbündelanzeige. Das war das. Ich glaube, passiert jetzt noch was? Ich denke nicht. Dann werde ich wieder zu den Wächtern gehen, bis zum nächsten Part. Ihr wisst ja, der Weg beim Great Mighty Pooh und dann da durch den Abfluss, da lang schwimmen etc. Und den Weg haben wir ja schon mal gesehen. Ah, doch noch nicht. Momentchen, da hätte ich eine Sache fast vergessen, aber fast heißt eben nicht. Hier bei dieser Hütte mit dem Kackeball geht's ja links rein zum Great Mighty Pooh. Aber hier ist ja auch noch ein Weg, den erkundet man. Da guckt man natürlich, was es da gibt. Und deswegen gucken wir uns jetzt an, was es da gibt. Das könnten wir sonst übersehen. Get the impression somebody doesn't want me to be here. They certainly don't want me to go that way. Think I'll go that way. Was steht da alles? Go away, piss off, sort of, turn back, keep out, turn back, piss off, go away, fag, sort of, fag off. Okay, das ist die Zentralbank. Money over here. Wir probieren's, ne? Da wollen wir hin. Is it safe, I wonder? Let's find out. Let's find out. Kriegst du hin, oder? Jawohl. Zack. Oh. Uh-oh. I think it's about to... Oh. Ah, heck. It's not like I'm going that way just yet. Ja, hätten sie es gleich so machen können. Einfach die Brücke zerstören. Das ist der Weg zurück, ne? Ja. Keine Chance, keine Chance.
frag mich halt schon ein bisschen, warum man das hier sehen kann. Die meisten wissen es ja, aber für die, die es nicht wissen, das da ist das letzte Kapitel und da kommen wir irgendwie anders hin von dort dann, von da hinten. Da kommen wir dann raus und sehen, dass die Brücke eingestürzt ist. Selbst wenn ich das jetzt nicht gezeigt hätte, wäre die Brücke, denke ich, so war das, eingestürzt gewesen. Deswegen, die Sequenz ist einfach, die vergesse ich halt mal. Also die hat Potenzial zum Vergessen, weil du kannst halt eh nicht lang. Aber es sollte gezeigt werden. Gut, jetzt wie gesagt der Weg wieder da runter ins große Loch und durch das Wasser mit den rasiermesserscharfen Klingen. Und bei den Zollwächtern sehen wir uns gleich wieder. So, entschuldigt das Geschnibbele, aber das ist ja jetzt vorbei. Und es kann weitergehen. Was macht der denn da? You loved paying the toll. You mercenary. There you go. $1,000. Thank you. Can I get past now? Hey, I'm not finished yet. We're looking for a screamo. And I think, by the description given to me, that you are a squirrel. I am not a squirrel. Yes, you are. You fit the description perfectly. Oh, really? And could you describe this description to me? Well, short, red fur, a big bushy tail, and a twitchy nose. You're a squirrel, all right. And you're coming with me. Look, I tell you I'm not a squirrel. Get your hands off me. Well, what are you then? I'm an elephant. Squirrels aren't short and furry. They're big and gray. What? Yeah, that's for twitchy noses. They don't have them? No, they're long and snouty. And they also have flappy ears. Are you sure? Of course I'm sure. See ya. Oh, there's nothing quite like a good sh**. Now then, it's all right. It's all right. That's not a squirrel. He's an elephant. An elephant. You stupid sh**. Oh yeah. Let's see. Ja, so viel dazu. Natürlich kriegen wir unsere Kohle die ganze Zeit wieder. Wäre doch gelacht. Aber nett gelöst. Schaut mal, was er da spielt. In Conker's Bad Fur Day auf dem N64 hatte der einen alten Gameboy. Da steht Microsoft drauf. Das ist der Y-Boy. Wir haben früher immer gesagt, ne, Xbox ist die Heimkonsole und bald kommt der Y-Boy. Quasi als Handheld, weil der Begriff Boy als Handheld hatte sich irgendwie etabliert. Ich weiß auch nicht, wie das kommen konnte. Game Boy, Virtual Boy und so weiter. Ich konnte mich gerade gar nicht mehr entsinnen, dass der Typ da ordentlich einen hinterm Felsen abgeseilt hat. Das erinnert mich an eine Sache, die ich erfahren habe. Passt jetzt vielleicht nicht ganz dazu, aber in Banjo-Tooie, in der Crunty GmbH, gibt es, oh Gott, mit einer Chance von 1 zu 1000 im Mitarbeiterbereich die Wahrscheinlichkeit, dass dort einer der Arbeiter zu hören ist und hat einen Textdialog, den man nur sehr selten sieht. In Bezug auf, dass er da auch ganz schöne Durchfallprobleme hat. Das müsste ich irgendwann mal zeigen. Wusste ich halt noch nicht, habe ich in keinem Let's Play bisher erwähnt gehabt. Das hat mich gerade daran erinnert, ich habe es noch nicht erwähnt. Hey, where the f*** you been, you ginger bastard? Du roter Satansbraten. Cool. I can put it for the rest of my dead presidents. Ganz genau so ist es. Ja. Chance 1 zu 1000, dass in dem Mitarbeiterbereich bei den Toiletten der Crunty GmbH die andere Tür
ein Licht steigt und Textboxen emporsteigen und ziemlich viele Kackgeräusche. Also man merkt schon, ne, in Banjo-Tooie mussten sie sich zurückhalten. Mit ihrem Humor und es ist manchmal sehr subtil und zweideutig versteckt. Bei Conker lassen sie es eindeutig. Den Humor. So, Obach, hier kommt ein Amboss. Und dein ganzes... Ja, deine Statue. Wer Zeit hat zum Schreien, hätte auch noch Zeit gehabt zum Ausweichen. Just saying. Ja, er beginnt. Der große Steinzeitbereich. Hey, Türsteher. Darf ich rein oder was? No sneakers. No sneakers? Wie? Keine Turnschuhe. Soll ich mir jetzt extra neue Schuhe holen? Das ist alles, was die zu sagen haben. Die Dudes haben auch keine Sneakers. Aber merkwürdige Sachen im Maul. Hallo Leute. Das auch zu. Wir gucken mal, hier ist auch zu. Soll ich die irgendwie... Wir müssen mal gucken, wie das im Detail funktionierte. Kommt mal mit. Oder kann ich die mitnehmen? Hier ist einer, den wir rollen können. Einer der Felskumpels. Wozu ist die Frage? Warte, bevor ich das mache, gucke ich nochmal, ob das wirklich... Wo könnte der hin? Nimmt er hier quasi Anlauf und Schwung? Und durchbricht dann alles? Das kann schon sein. Warum ist die Kamera hier so zittrig? Macht mich richtig nervös. Oh, Tipps. Probier's nochmal. Ach doch, so geht's. Ich hätte nochmal drauf gemusst. Ja, vielleicht ist jetzt hier so eine Art Zeitlimit oder so. Conker, du Flasche. Also ein bisschen unangenehm auch. Das hilft nicht wirklich gegen die Steinkollegen. Die lassen sich da nicht die Butter vom Brot nehmen. Ich sollte das wirklich unterlassen, aber ich kann nichts tun. Ich kann nicht aufstehen. Bin umzingelt von aggressiven Felsbrocken. Die einen ziemlichen Radius haben. Ich meine, ich hab's mir verscherzt. Sind wir mal ehrlich? Ich hab's mir selbst verscherzt. Ja. Aber wenn ich die weitestgehend in Ruhe lasse... Steht er auf? Ich versuche dich zu meiden. Er steht auf. Das ist nicht so schlimm, wie wenn alle aufstehen. Naja, ich glaube, wir sind alle wach. Wir müssen einen schon ein kleines bisschen mal in Ruhe lassen. Ja. Hat das auch wieder zu. Ja, warte, das haben wir gleich. Na, Freunde, was ist denn das? Dann werde ich jetzt erstmal das betätigen oben. Damit die sich eventuell auch mal entspannen können. Ich glaube, die sind ziemlich unentspannt. Weil die nicht in die Disco rein können, oder was ist der Punkt? Ja, kommen wir ja auch nicht. Na, wir haben ja Sneakers an. Ist dem barfuß vielleicht lieber? Jetzt sind sie doch weg. Ja, das ist vielleicht auch eine Taktik. Wenn ihr nicht gerade einen Speedrun macht, einfach kurz warten, weggehen und dann verziehen die sich wieder auf ihre Position. Ansonsten... You see me rolling, they hating. Na, 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 na. Vor allem der Typ pennt halt. Und jetzt passiert das hier mit ihm. Geopfert. Sehe ich aus wie ein Pfannkuchen.
Ja, sehr gut. Passiert. Sorry. So, ich komme dann wieder, ne? Man sieht sich bei Zeit. Ja, was ist mit der Musik hier los? Hey, Maestro! Don't you think that's a little bit too dramatic? Can you give me something with a bit more of a beat? Yeah, that's better. Sehr gut. Kümmert er sich erstmal um Soundtrack. Man sieht bei den Höhlenmenschen zum ersten Mal Bartstoppeln deutlich. Achtet mal drauf, eben in der Sequenz habe ich das bemerkt. Die haben Bartstoppeln. Also die hatten sie de facto auch auf der Xbox 1 Version. Es ist halt immer schwierig. Man hat immer gesagt, die Xbox 1, aber die dritte Xbox wurde dann auf einmal Xbox One genannt. Das hasse ich immer noch. Das werde ich für immer hassen, ehrlich gesagt. Dass die dritte Xbox Xbox 1 heißt. Verstehe ich nicht, ne? Verstehe ich. Hier können wir unsere Schleuder benutzen, wissen aber noch nicht warum. Und die Dudes beten diese Statue an des großen Dino-Felskopfes. Richtig. Dann schauen wir mal weiter. Holla, die waren viel Sinn, als viele Kompagnons. Wir hatten das doch. Wollen zwar ein bisschen aus der Übung, aber an für sich. Müsste es ja auch gehen. Okay. Ein großer Schalter, Push-Button. Die ganze Prähistorik-Geschichte hier hat auch viele Kapitel. Also Unterbereiche, das ändert sich immer mal wieder, ne? Also. Da bitte ich um Geduld, das bleibt nicht die ganze Zeit so höhlentechnisch. Geht nochmal wieder raus. Und ich will doch nicht viel vorwegnehmen. Lasst euch echt überraschen. Ich bin jetzt echt da unten. Ich weiß, was hier geschieht. Ne? Sind wir mal ehrlich. Ich weiß, was hier geschieht. Aber ich weiß noch nicht, was getan werden muss jetzt im Augenblick. Da kommen wir auf der Seite nochmal. Da ist ein Pfeil nach oben. Der wäre eventuell ganz nett. Wenn wir uns da noch mit beschäftigen können. Ich hätte jetzt am liebsten Two of a Kind, ne? Manchmal macht er den nur so. Manchmal macht er ihn nicht. Und er springt einfach mal. Oh, Konka, warum machst du jetzt den Move nicht mehr? Naja gut, die haben eh genug geschluckt an Schaden. Aha, hier können wir rein. Dann schauen wir mal. Sind wir schon hier? Ist ja verrückt, ne? Ich würde sagen, dann lassen wir uns doch gar nicht mehr lumpen, ne? Horst. Mal die Wandmalerei an mit einem kleinen lila Dino in Windeln. Toll. Ja, ich erinnere mich an ein Video vom Gute-Laune-Typ. Die Top 10 süßesten Dinos in Videospielen. Get off my stone. Dazu gehörte auch er. Können Eichhörnchen brüten? Eigentlich. Aber scheint jetzt zu funktionieren, denn. Oh! Ah! Here it comes. Whatever it is. Hallo! Bloopy! Your mommy. Come up, follow me. Gut, Jamaika. Mami. Wir sind seine Mami und das Kleine hat Hunger.
Diese riesen Sicherheitsnadel. Eine Windel. Hast du keine Pampers? Muss auch sehr bitten. Er wird am falschen Ende gespart. Bluppi, komm mit. Er hat sich Bluppi genannt, oder? Sollten wir ihn Bluppi nennen? Bluppi. Ja, genau. Bluppi, Blippi, Bluppi. Könnt ihr noch einen Happen, oder? Hallo. Oh. Ja, der will gut genährt sein, würde ich sagen. Ja. Oh, come on, this way. Ich glaube, der war blau. Auf dem N64, nicht lila. Ich glaube, der war einfach blau. Aber das sah irgendwie auch komisch aus. Ich glaube, selbst für Dinos waren einfache Knochen zu essen, wie die, die hier als Waffen haben. Auch nicht so nahrhaft und gesund. Ja, dass du schön wächst, ne? Was glaubt ihr, wie wird sich Conker als Mama machen? Wie würde er sich schlagen? Was sagt das Jugendamt zu diesen Zuständen? Man soll sich gegen Adoptiveltern nicht wehren, also. Komm mit, Bluppi, Burschi. Hallo. Hallo. Oh mein Gott, ist er niedlich. Ich rate euch, keine zu hohe Bindung einzugehen. Da vorne sind noch ein paar Snacks. Da muss ich wirklich langsam fortbewegen, weil sonst verliert er die Spur. Hallo. Ja, ist okay, gut jetzt. Wird er... Ja, sage ich mal, ein ähnlich treuer Begleiter wie Prince Tricky in Star Fox Adventure. Ich meine, er kann uns sogar mehr helfen. Er verschlingt einfach Höhlenmenschen am laufenden Band. Also, falls du noch ein bisschen Appetit hast. Der nächste. Doch schön, dass sie alle stillhalten. Ne? Was denn er denn jetzt? Voll Stress oder was? Und den noch. Voll gesnackt. Okidoki. Jetzt muss ich nochmal schauen. Da ist ja nochmal einer nachgekommen. Push the button, push the button. Hast du gesnackt, ja? Magst du mir hierhin folgen? Jetzt ist doch mal gut, ne? So erstmal der Magen beruhigt, oder? Kannst nichts machen, ne? Gesegneten Appetit. Können wir weitermachen? Komm mal, komm. Ja, ja, ja. Hier sind Fußabdrücke. Bleibst du da stehen? Er bleibt da stehen. Du hattest ein langes, erfülltes Leben. Ich meine natürlich, kommst du bitte mit? Komm schon, das sind wieder Höhlenmenschen, die heißen. Ja, komm hier hin. Hier, ja. Hallo. Kann ich denn nicht Warte sagen? Ich mach jetzt mal ein bisschen schneller. Schön stehen bleiben. That's gonna be interesting. Warum? Warum macht Conker das? Es war der letzte seiner Art, ne? Jetzt sind die Dinos ausgestorben. Ende aus Mickey Mouse. I am pleased with your offering. Da kommt einfach er raus.
Da konnte man in Ruhe seine Steintafel lesen. Ja, das ist tatsächlich, ich finde wirklich mal Klartext, eine der unmoralischsten und verwerflichsten Dinge, die Conker getan hat, weil... Warum? Ja, als Opfergabe, aber... Lass uns noch ein bisschen weiter Y-Boy spielen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, nicht? Heute war doch einiges drin, von Katzenfischen bis zum zerquetschten Dino. Haut rein und bis zum nächsten Mal, dann geht's volle Möhre in die Disco! Und finden wir Barry wieder? Ich sage euch die Antwort, wir finden Barry wieder. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben und bis dann und ciao!